Ihnen allen weiter guten Morgen hier bei uns im Sat.1 Frühstücksfernsehen. In wenigen Sekunden ist es genau Punkt 6 Uhr. Ganz, ganz schlimme Hetze der Nachbarn. Das muss eine junge Berliner Familie erleiden. Und das alles nur, weil der Mann Flüchtling ist und die Frau ist Deutsche mit Migrationshintergrund. Und das Allerschlimmste, was uns auch wütend macht, auch der kleine Sohn bleibt nicht verschont. Gebrauchte Windeln im Briefkasten. Eine eklige Überraschung. Und am nächsten Tag diese fiesen Schmierereien. In diesem Berliner Mietshaus wird gegen Ausländer übel gehetzt. Die Opfer? Zeynep, Lili Assad und ihre kleine Familie. Das knapp 3 Monate alte Söhnchen Arian und Ehemann Hussein Ali. Lili Assad hat libanesische Eltern, ist aber in Deutschland geboren. Ihr Mann stammt aus Syrien, ist seit März 2015 in Deutschland. Als sie die Schmierereien am Briefkasten sehen, sind sie erschrocken. Nun fühlen sie sich in ihrem Haus nicht mehr sicher. Ich hatte Angst, ich war traurig, war am Boden zerstört, ich habe geweint. Ich wusste nicht, warum, was habe ich am letzten, habe ich am Abend irgendwas gemacht? Hatte ich irgendjemanden Streit? Ich habe aber mit niemandem Streit. Ich habe am Abend davor war ich ganz ruhig zu Hause mit meinem Kind, habe ihn ganz normal ins Bett gelegt. Also ich habe dann überlegt, ist was vorgefallen oder so, aber ich konnte nichts finden, was das erklären konnte. Im Haus herrscht miese Stimmung. An vielen Wohnungen prangen Fahnen und eindeutige Embleme, die zeigen, Asylanten und Moslems sind hier unerwünscht. Das bekommt Lili Assad ständig zu spüren. Das erste Komische, was mir passiert ist, da war es an einem Montag 9 Uhr morgens. Da kam der Tischler hierher, um meine Tür zu reparieren. Und dann bin ich nur aufgestanden, um die Tür aufzumachen. Der Tischler ist dann wieder weg und der unter mir hat dann hochgeschrien, du da oben, hör auf zu trampeln. Und hat das wiederholt. Und trampeln. So in dem Zusammenhang. Aber nicht alle Nachbarn sind bösartig. Einige zeigen viel Toleranz und Verständnis für die Situation der drangsalierten Familie. Nicht so schön, ne? Also Windeln gehören eigentlich in die Tonne und nicht im Briefkasten. Wenn mir jemand in die Finger kommen würde, wenn ich jetzt sehen würde, klar, natürlich würde ich mich auch ärgern darüber. Und würde die wahrscheinlich auch mal ein bisschen zur Rede stellen, aber die werden es wahrscheinlich nachts machen irgendwann oder weiß ich nicht, im Suff oder sonst wie, keine Ahnung. Also wenn ihr Hilfe braucht, klingelt da einfach, ne, oder klopft. Also ihr habt ja meinen Namen, Brunner, könnt ihr mir auch, wenn ich nicht zu Hause bin, unten im Briefkasten was schmeißen. Ich würde euch unterstützen, wenn ihr Hilfe braucht. Genau. Wie geht's euch damit? Also ist ja jetzt beantwortet, oder? Ja. Sie können auch jederzeit bei uns klingeln und wir sind sehr gastfreundlich. Auf die Unterstützung der wohlgesonnenen Nachbarn sind Lili Assad und ihr Mann Hussein und der kleine Arian wohl auch erstmal angewiesen. Denn von der Polizei und der Hausverwaltung kommt wenig Hilfe. Die Polizei meinte, sie kann sich nicht 24 Stunden hier hinstellen. Die Hausverwaltung meinte auch, ja, das Einzige, was sie machen können, ist, dass der Hausmeister vorbeikommt und meinen Namen wieder ranmacht. Die junge Familie hofft, dass die Nachbarschaftshetze bald aufhört. Denn einen Umzug kann sie sich nicht leisten. Beide Eltern leben von Hartz IV und dem Kindergeld für Arian. Zusammen haben sie nach Abzug der Miete, die vom Jobcenter bezahlt wird, nur knapp 1.000 Euro pro Monat übrig. Zu wenig, um eine Wohnung in einer besseren Gegend finden zu können.